Hallo und herzlichst willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Jawohl, heute schauen wir uns an Rook Legacy 2. Und wenn ich Projekt sage, dann meine ich eine Challenge. Ab und an gibt es auf meinem Kanal Challenges, zum Beispiel eine 100% Achievement Challenge oder spezielle Achievements, die ich machen möchte als Challenge. Oder ja, ein Spiel durchspielen. Also da gibt es verschiedene Challenges. Und heute habe ich mir wieder eine überlegt. Und zwar diesmal in dem Spiel eben Rook Legacy 2. Ich nenne die Challenge liebevoll die Monty X Challenge. Und warum ich das so nenne, erkläre ich auch gleich dazu. Ich habe vor einiger Zeit dieses Spiel auf YouTube geschaut. Und zwar bei dem lieben Monty X. Ja, ich verlinke mal seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Und der hat auch Rook Legacy 2 gespielt. Ich glaube, mittlerweile ist er bei 160 Folgen und die ersten 30 habe ich mir angeguckt. Und der eine oder andere kennt das auch. Wenn ihr hier auf dem Kanal zuguckt oder auch manchmal bei anderen YouTubern zuguckt, dann sitzt man entspannt irgendwo, genießt das Video und die Unterhaltung. Aber man hat oft das Gefühl, ey, das kann ich eigentlich besser. Und ey, du hast da hinten was übersehen und da hinten ist noch ein Knopf und du hast da die Anleitung nicht richtig gelesen und so weiter und so weiter. Also der Zuschauer, der weiß es oftmals besser. Und hat das Gefühl, er wäre dem eigentlichen Spieler quasi ein bisschen überlegen. Nun habe ich schon ein paar Mal erklärt, es ist wirklich so, wenn ihr den Aufnahmeknopf drückt und anfangt zu erzählen, dann kriegt man einfach nicht mehr so viel mit vom Spiel. Und all diese Phänomene, die gibt es für mich eben auch, wenn ich zugucke, wie jetzt eben bei Monty X, habe ich ihm zugeschaut und dachte halt die ganze Zeit, das kann ich eigentlich besser. Und während ich dann so die ersten 20 Folgen schaute, habe ich mir überlegt, Moment mal, wenn ich es ja besser kann, angeblich, in Anführungszeichen, ja, dann kann ich es auch mal unter Beweis stellen. Und dann mache ich hier eine kleine Challenge draus. Und so bin ich auf die Idee gekommen, aus Rook Legacy 2 eine Monty X Challenge zu machen. Und zwar habe ich mir vorgenommen, dass ich den ersten Boss schneller töte als er. Was bedeutet das? Er hat zum Töten des ersten Bosses 7 Stunden, 14 Minuten und 34 Sekunden gebraucht. Das sind die, das ist die Zeit quasi, die er gebraucht hat für das Let's Play. 19 Folgen hat er gemacht. Er ist da bis Stufe 53 gekommen. Ja, das Ganze habe ich mir jetzt mal notiert. Ich habe mir auch die Stufen notiert, die er in den einzelnen Videos gemacht hat. Also im ersten Video zum Beispiel hat er die ersten 6 Stufen gemacht und so weiter, bis er in Stufe 53 wurde und in dem Part dann den Boss gekillt hat. Part Nummer 19, wie gesagt, 7 Stunden, 14 Minuten. Allerdings gibt es da eine Off-Cam-Sache, also da hat er mal 6 Level ohne Video gespielt. Auch das habe ich mir notiert. Ja, und ich dachte mir heute, komm, das machen wir mal besser und schneller und überhaupt. Damit mal klar ist, was ich bis jetzt an Erfahrungen in diesem Spiel habe. Ich habe, als das Spiel rauskam, ich glaube es war, ich weiß es gar nicht, 2022 oder 2021, habe ich einen Slot gestartet. Und zwar seht ihr hier oben Slot 1. Den habe ich tatsächlich 1 Stunde 44 gespielt und habe da irgendwie auch schon ein paar Level und so weiter. Fand das Spiel aber damals definitiv zu komplex, zu schwierig und vor allem für mich von der Steuerung einfach überhaupt nicht möglich. Also ich sag mal so, beste Voraussetzung quasi. Wir wählen natürlich jetzt einen neuen Speicherslot. Wir nehmen hier den dritten Speicherslot, ja, und starten einfach ein neues Vermächtnis. Nebenbei bemerkt, habe ich die Stoppuhr laufen und wenn ich jetzt auf Action drücke, dann ist es auch soweit. Ja, dann geht es quasi los. Wie gesagt, 7 Stunden, 14 Minuten, 34 Sekunden sind zu schlagen. Drückt mir die Daumen und falls ihr Bock habt, geht doch mal auf den Kanal von Monty X. Ich finde, es ein sehr sympathischer Let's Player, völlig auf dem Boden geblieben, hat ein Kind, hat eine Frau, spielt alles Mögliche, ich glaube auch an der Konsole überwiegend. Naja, und hat das Spiel eben auch gespielt. Mittlerweile, wie gesagt, 160 Parts, sehr beeindruckend das Ganze. Wir starten ins Tutorial. Die Zeit ist vergangen, doch sie sind nicht zurückgekehrt. Die Ästuare sind verfallen, das Königreich schreit nach Erlösung. Unterzeichne den Vertrag und deine Kinder werden dir folgen. Ich hab Bock. Ich hab echt Bock drauf.
sobald du ablegst. Gibt es kein Zurück. So, wir werden jetzt hier ein bisschen eingeführt in, wie das Ganze funktioniert. Das ist gut, weil Steuerung ist wirklich ein Problem. Springen. Schlagen. 34 LP. Zelte und Kisten. Ach, wundervoll. Und springen. Oh, was ist hier los? Wir haben es unbemerkt übers Wasser geschafft. Bei den westlichen Mauern sind wir auf ein paar Patrouillen gestoßen, doch die konnten wir unbemerkt ausschalten. Bei Sonnenuntergang machen wir uns daran, die Mauer zu erklimmen. Oben müsste es Vorräte für uns geben. Jay. Ich sag nochmal was dazu. Natürlich machen wir jetzt hier eine Challenge. Wie gesagt, ich habe das Spiel bis jetzt eine Stunde 34, nee, 44 gespielt und es als wirklich für mich zu schwer empfunden. Angreifen. Oh, das sind Gegner. Hallo. Und ich habe dem letzten Mal in einem Stream von Maxim geschaut. Und da... Warte mal, das ist doch hier falsch, oder? Gibt es da noch was obendrauf? Oh ja! Ah ja, okay. Und der sagte, er hätte das Spiel auch nicht durchgespielt. Und dann habe ich gestern Abend tatsächlich noch mal ein Part von Monty angeschaltet. Und da wurde mir doch anders. Oh, hier oben ist noch was. Weil der hat das Spiel jetzt in New Game Plus 7. Ja, spielt das gerade durch. In den letzten Tagen haben wir uns hier versteckt, während Z und die Späher die westlichen Mauern auskundschaften. Sie haben die Falltüren vorbereitet, sodass wir sie von unten öffnen können. Heute Nacht rücken wir vor. Hier sind stärkere Patrouillen unterwegs, aber das Kampfgetunnel an der Brücke sollte dafür sorgen, dass sie keine Verstärkung rufen können. Jay. Okay, es gibt einen Z und einen Jay. L und A durch dünne Wände, Plattformen dingsen. Ich hoffe, ich kann mein Geld mitnehmen. Oh. Hab ich Schaden bekommen? Klassentalent einsetzen, Y. Ach, krass, okay. Tür auf. In der Luft links nach unten und A, Sprungtritt. Der Sprungtritt ist auch mit LB ausführbar. Ernsthaft? Ich brech ab. Okay, mit LB ist das natürlich krass einfach. Was soll ich sagen? Das wusste ich nicht. Ganz wie Z versprochen hat, warteten die Kabelzüge für die Taucherglocke, die wir zur Überwindung der inneren Welle brauchen, schon auf uns. Leider haben unsere Späher unterschätzt, wie viele davon wir brauchen würden. Uns fehlen ein paar hundert Meter. Tja, da müssen wir uns jetzt wohl etwas einfallen lassen, Jay. Ist ja richtig einfach mit dem. Ich hab... Naja, egal. Kann man hier hoch? Stimmt. Gibt's hier oben was? Ja, nein. Diese Dinger sind auch cool. Nach Erleiden von Schaden Vorwärtssalto. What? Was meinen die denn davon? Krass. Ah, okay. Das ist aber krass. Also wenn ich Schaden habe, kann ich A drücken. Können wir das nochmal machen, bitte? Ja, das hat jetzt nicht so hingehauen. Ah, krass. Hm, das wird ein bisschen schwieriger. Okay, Vorwärtssalto. Warum jetzt schlecht? Sprungtritt auf Gegner, um Höhe zu erlangen. Hab wohl mal wieder unterschätzt, wie charismatisch Z sein kann. Unter mir
kann ich die Außenseiter sehen, die sich unserer Sache angeschlossen haben. Wann sind wir so viele geworden? Von hier oben sieht es wie ein wogendes Meer aus Rebellen aus. Das hier sollte nur ein Himmelsfahrtkommando für ein paar wenige Mitstreiter sein. Ohne jede böse Absicht hat sie diese ganzen Leute für eine Sache zusammen... Was? Ohne jede böse Absicht hat sie, diese ganzen Leute für eine Sache zusammengetrommelt, die eigentlich schon verloren ist. Und mein Sündenberg wächst und wächst. Ist Z also weiblich? Interessant. Ja, so ein bisschen Story kriegen wir auch. Man muss nur aufpassen, dass man vor lauter... auf dem Boden RT in deine momentane Bewegungsrichtung. Ah, okay. Ah, wir nehmen hier ein paar Sachen auseinander, kein Problem. Boah, 100 Gold. Können wir die behalten? 260 Gold, klassischer bei... Was? Nochmal. Klassischer 2-Knopf-Sprint und weitere Optionen können in den Spieleinstellungen festgestellt werden. Okay. Ui, die Kombination von Sprinten und was? Kontaktschaden kann in den Hausregeln deaktiviert werden. Genau, es gibt auch Hausregeln, das heißt, man könnte sich das alles ein bisschen leichter machen mit eigenen Regeln und so weiter. Uiuiui. Aber das machen wir natürlich erstmal nicht. Das ist es. Das ist das Ende. Unter uns befindet sich eine Trickwand, die nur mit Hilfe von Magie überwunden werden kann. Z sagt, dass direkt dahinter der Weg zu den Estuaren liegt. Heute Nacht leben und sterben wir mit den Verbrechen, die ich begangen habe. Krass, okay. Zauber wirken, verbraucht Mana. Gegner angreifen, um Mana wiederherzustellen. Okay. Hier sind keine... Ah, Feuerball, Junge. Nice. 30 Schaden mache ich und kritisch 41. Das ist echt nice. What the heck? Okay, das hier ist links und rechts ist Dingsen. Und das hier... Das hat gar keine Bewandtnis. Okay. Wenn ich getroffen werde, A-Dings. Ah, okay. Hallo? Hallo? Guten Tag. In der Luft LA, Falltüren auftreten. Auch mit Hm möglich. Oh, 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 hallo, oh, oh. Uiui. Ich verplempere zu viel Zeit, glaube ich. So. Zitadelle Agatha. Was? Wir haben alles an. Genau. Oh je. Wir gucken uns auch die Story an. So viel Zeit muss sein. Wir rennen hier nicht nur durch. Du hörst das Raunen hunderter Flüsterstimmen. Doch, kannst nichts verstehen. Ja, hier sehen wir die 5 Bosse. Die 6 Bosse, die wir schlagen müssen, um diese Tür aufzumachen, um dann hier reinzukommen. Die Tore des Thronsaals sind zurzeit verschlossen. So, und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir wirklich durchkommen. Was ist das denn? Da haben wir schon eine Wand geöffnet. Ah, hier. Es gibt Truhen. Okay, damit machen wir Geld. Wir haben 390. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie viel wir bei Beginn hatten. Ja, oben ist eine Minimap. Ist ja klar. Hui. Das ist immer ein bisschen böse. Also wie gesagt, ich bin richtig schlecht in solchen Spielen. Oh Gott. Aber das ist ja die Herausforderung, ne? Dass ich denke, ich kann es besser. Oh Gott. Ich kann das in der Luft nicht machen, oder? Ich kann es nur auf dem Boden machen, dieses Wumms-Dings hier. Oh, Vorsicht. Oh, shit. Ah, shit.
Mann, das war schon richtig doof hier. Wie viel haben wir denn noch? 228 von. Da war hier noch ein paar Fässer. Das war knapp. Man muss sich natürlich entscheiden, wo man lang gehen will. Jetzt kommen wir da oben raus. Ist das was, wo ich hin will? Ja, vielleicht, ne? Oh Gott. ich bin da mal weg. Aua. Oh shit. Na gut, man darf sich nicht in die Irre treiben lassen. Also man darf vor allem nicht hektisch werden. Ist also genau mein Spiel, sagst du? Dass wir überhaupt schon so weit gekommen sind, wundert mich tatsächlich. Okay. Ich muss noch ein bisschen ausprobieren tatsächlich. Aua. Ärgerlich. Wir sind schon richtig weit gekommen und jetzt sowas. Das ist natürlich blöde. Noch 62 HP. So, bitteschön. Fast 700 Gold. What the heck? Oh Gott, wer bist du denn? Weg da. Oh, wait. Was ist das? Hartleder Brustpanzer Blaupause entdeckt. Ein ansehnliches Stück aus verwittertem Leder. Der meint es echt ernst. Oh Gott. Lass das mal. Shit. Naja gut, Lady Veronica wurde von Solar Hexus getötet. Hier sieht man jetzt den Weg, den ich gemacht habe, auch cool. Also was wir alles von dem Dungeon entdeckt haben. Der Dungeon ist jedes Mal neu und anders. Und es gilt quasi, ja, den Boss zu finden. Jetzt gehen wir erstmal unser Vermächtnis. Lady Veronica, damit haben wir gestartet. Und jetzt gibt es den Erben von Lady Veronica. Und aktuell haben wir offensichtlich nur Ritterinnen. Warum sind da so viele Frauen dabei? Die auch unterschiedliche, ihr seht das schon, Merkmale und Fähigkeiten haben, wie ich das sehe. Hier, sie hat eine Giftbombe gespielt als dieser Charakter, um diesen Zauber zu offenbaren. Antiquität, Zinnobersand, was? Zinnobersanduhr, minus 25 Feuer, blblbl, und Eisbombe. Eisbombe, Glutspucker. Wir nehmen Glutspucker, das sieht super aus. Ich muss mich mal ein bisschen ranhalten. Erste Folge finde ich ist noch ein bisschen chillig. Oh, was haben wir hier? Stufenweise Gesundheitsvorsorge. Ah ja, stimmt. Wir bauen jetzt hier unsere Burg auf. Das ist sehr gut. Und da können wir verschiedene Sachen freischalten und skillen und leveln und besser werden. So, plus 150% Gold. Nehme ich mal an. Triage für alle. Willkommen allerseits. Euer Königreich gestattet seiner Bevölkerung nun Zugang zu Gesundheitsdiensten mit Vorzügen. Klasse Sache. Gewisse Merkmale verleihen jetzt Goldboni. Das ist schön. Bauen wir erstmal eine Brücke. So, und ihr seht jetzt hier unten, also linke Seite, ne? Hier bin ich mit dem Dings da unterwegs. Ab Level 12 ist das hier freigeschaltet. Jetzt kann ich hier den nächsten Charakter freischalten. Die nächste Klasse ist der Waldläufer. Das kostet mich 50, 650 haben wir. Schalten wir frei. Befiedere Feinde aus der Ferne und peinige sie einstweilen mit einigen Pfeilen. Waldläufer halten nicht viel aus, aber das müssen sie auch nicht, wenn sie ihre Feinde aus Millionen Meilen Entfernung durchlöchern. Ja, ich mag die Texte und ich mag auch den Humor vom Spiel. Möchtest du zu dieser Klasse wechseln? Nein. So, jetzt können wir hier wieder noch mehr machen. Fundament. Ein gutes Heim benötigt ein gutes Fundament. Schalte den Schmied frei.
Und hier die Zauberin. Ich würde sagen, das machen wir beides. Wing. Der Schmied hat eröffnet. Was dem Schmied an Kreativität fehlt, gleicht er durch Alter aus. Wenn du ihm Blaupausen bringst, strengt er seine alten Knochen an, um dir die elendeste Ausrüstung zu schmieden, die du je gesehen hast. Das ist hervorragend. Er kriegt da so einen kleinen Iglu. Was ist das hier? Schalte die Trainingspuppe frei. Verfrachte Lady Quinn in die Docks, damit sie dir ein paar nützliche Manöver beibringen kann. Nö, das machen wir mal nicht. Wir machen mal das hier. Die Zauberin, die Kissenburg hat eröffnet. Lass dich von ihrer Statur nicht täuschen. Die Zauberin ist kleiner, als sie aussieht. Wenn du ihr Runen bringst, kann sie dich mit magischen Kräften verzaubern. Erhalte die Fähigkeit, den Gegner Leben zu entziehen, sowie Schaden umzulenken und zu verstärke dein magisches Repertoire. Alles klar. Laut lesen können müsste man. Und auch hier gibt es jetzt... Was schaltet Meisterschaftsrang frei? Lerne aus den Fehlern deiner Vorfahren und erlange permanente Boni, wenn du stirbst. Schalte Meisterschaftsrang 1 frei. Okay. Ihr seht ja auch immer, Stufe und so weiter. Streit Trainingspuppe frei. Wofür brauchen wir die Trainingspuppe? Wir könnten stattdessen hier die Vitalität, steigert Vitalität, um Max LP zu erhöhen. Um 1. Machen wir mal, würde ich sagen. Krass, was wir alles machen können. Aber wir haben richtig cool abgedingst hier, ne? Wir können noch eine Klasse freischalten, den Magier. Jeder kann Magie erlernen, aber nicht jeder kann sie in krassen Bart stehen lassen. Alles klar. Oder die Barbaren glauben, Gemüse zu essen macht schwach. Sie haben auch Skorbut. Also, was wissen die schon? Kostet 100. Kostet 100. Die könnten wir beide noch freischalten. Die Trainingspuppen fehlt es. Und ihr seht, das Schloss wird immer größer. Hier haben wir die Valkyren. Dann schalten wir die noch frei. Komm. Bärte sind Pflicht. Meister der Magie, die sich und Meister der Magie, die sich der Urelemente bedienen, die unsere Welt beherrschen. Allerdings gibt es außerdem dem Kontrollieren dieser Mächte noch mehr, das einen Magier ausmacht. Erstens muss man stets den hammermäßigsten Bart tragen. Das wäre es auch schon, sonst nichts. Okay. Nein, ich bleibe mal bei meiner Klasse. Der Magier ist sicherlich cool, aber was haben wir denn hier jetzt? Warte mal. Steigert Intelligenz, um Zauber- und Talentschaden zu erhöhen. Erhöht Lebensgewinn durch gefundenes Essen. Auch schön. Aber ich glaube, das können wir gerade nicht leisten. 120. Da könnten wir die Vitalität nochmal hochjagen. Oder wir nehmen den Barbaren. Machen wir das mal. Alles dreht sich. Lass dich von ihren klotzigen Körpern und ihrem niedrigen IQ nicht täuschen. Barbaren zählen zu den agilsten Kriegern des Königreichs. Mit einer mächtigen Axt bewaffnet wirbeln Barbaren durch die Luft, um Tod und noch mehr Tod zu bringen. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich bleibe mal bei meinem Schwertkrieger, Kämpfer, Ritter, ich glaube so. Ah, und jetzt sehen wir hier, ne, weitere Dinger werden frei, wenn... Krass. Wenn wir das Level erreicht haben. Hier können wir... Stellt Leben und Mana wieder her, wenn ein Bossraum betreten wird. Naja, bis zum Bossraum wird es vielleicht noch ein bisschen dauern. Das war Intelligenz, das war die Valkyre und das schaltet den Architekten frei. Dein Anwesen muss auf Stufe 12 oder höher sein. Alles klar. Wir können jetzt nichts mehr machen. Es gibt nirgendwo mehr so ein Goldzeichen dran. Dann kommen wir hier in den Hub quasi. Da oben seht ihr, hier, da oben, da wo das Schwert hin zeigt, da ist unsere Burg. Sieht gut aus. Ui. Besten Dank, dass du geholfen hast, meinen Schmiedeschuppen zu bauen. Kurze. Hab mir zwar noch keinen großen Namen gemacht, aber kannst einen drauf lassen, dass sich deine Investition in einen eisenharten Schuppen hier lohnen wird. Ich kann gerade nur nicht viel mehr als Däumchen drehen, hab nämlich keine Blaupausen. Aber wenn wir beide zusammenarbeiten, Mädel, wir könnten Sachen machen, die kann ich mir in meinen wildesten Träumen nicht vorstellen. Und das meine ich wörtlich. Hab nämlich was, das nennt sich A-Fantasie. Heißt, dass ich mir mit meiner Dickbirne nichts vorstellen kann. Deswegen brauche ich ja die Blaupausen. Also, hier ist mein Vorschlag. Du besorgst mir Blaupausen und ich mache dir die Teile gegen Bezahlung. Das nennt man Win-Win. Ich gewinne, weil ich Blaupausen bekomme und ich gewinne nochmal, weil ich eine Kundin mehr habe. Aber genug rumgelabert. Ich zeig dir mal, was ich so rumfliegen habe. Wir haben doch eine Blaupause gefunden, oder nicht? Ja, hier für den Helm haben wir eine gefunden und für das Hartleder haben wir auch eine gefunden. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Es gibt eine ganze Menge offensichtlich. Die kann man jetzt herstellen.
Die kann ich jetzt kaufen, aber wo sehe ich denn? Ach, da unten. Im Besitz 50 Gold, kostet 250. Und diese Eisensachen. Und was kriegen wir dafür? Vitalität geht dann nach oben. Plus 2. Okay. Das Gewicht 0 von 50. Und 125% Entschlossenheit. Ich würde mal sagen, ich gehe mal davon aus, hier ist das noch teurer. Da kriegen wir 7 Rüstungen. Okay, also hier können wir beim Schmied unsere Ausrüstung verbessern. Wir haben jetzt gerade nicht genug Geld. Okay, alles klar. Hier haben wir die Zauberin. Nunette, die Zauberin. Oh, Herzchen. Danke vielmals für dieses luxuriöse Zelt. Von dem ganzen K, das darin pulsiert, wird mir richtig schwindelig. Ich mache nur Späßchen. Ich habe das Preisschild gesehen. Billig ist eine Untertreibung. Der Kopf schwirrt mir wohl eher von den Dämpfen der ganzen Reiniger, die ich draufkippen musste. Konntest du wirklich nichts Besseres auftreiben? Ach, in der Not frisst der Teufel Fliegen. Und genau deshalb verabschiede ich mich nun mit wehendem Taschentuch von der Not. Also, reden wir über die Magie mit einem großen M, wie Moneten. Reden wir Klartext, Verzauberungen sind nicht billig. Besorg mir ein paar hübsche, kleine Runensteine und ich verleihe dir Kräfte, die du dir nicht einmal in deinen schönsten Träumen vorstellen kannst. Du könntest beispielsweise deinen Gegnern Leben entziehen oder leicht magnetisch sein. Und ja, das war's dann auch schon. Zumindest bis du Runensteine aufgetrieben hast, Herzchen. Ach krass, auch hier können wir Sachen... Oh Gott, okay, da gibt's Blut. Ach, das Blut heißt Äther. Da können wir uns schon mal dran gewöhnen. Im Besitz habe ich 1500. Kostet der Spaß 800. Mir fehlen nur die Penunzen dafür. Werde AB positiv, um dir jedermanns Blut einzuverleiben. Regeneriere Leben pro besiegtem Gegner. Skaliert mit Stärke. Krass. 3%. Runengewicht plus 30. Okay. Hier unten blinkert noch was. Rune der Anziehung. Erhöht die Distanz, aus der du Münzen anziehst. Okay, ich habe ein Runengewicht. Warte mal eben. Klassenspezifische Runenausstattung aus. Alle Runen ablegen. Okay. Und was hattest du nochmal? Du hattest Gewicht. 50 Gewicht kann ich mitnehmen. So, und da kommen wir auch schon zu Punkt Nummer oder zu Run Nummer 2. Was ist denn das da unten links? Seht ihr das da unten links? Dieses 1 von 5? Naja, was auch immer das bedeutet. So. Der Wegzoll muss entrichtet werden. Charon will dein Gold, will all dein, was? Charon all dein Gold geben, um das Schloss zu betreten. Genau. Wir geben ihm jetzt immer unsere Restsumme, die 50 Tacken. Ja, und das war's dann auch schon. Okay. Naja, gut. Jetzt heißt es wieder volles Mal. Oh, warte mal, wer bist du denn? Du solltest den Vertrag also als nächstes unterzeichnen, was? Im Namen der Pflicht würdest du alles tun, nehme ich an. Hast nie darüber nachgedacht, was du verlieren könntest. Wenn du auf der Suche nach dem Schatz bist, musst du zunächst die Kinder des Königs finden. Sonst kommst du nicht durch diese Türen. Ich hab's versucht. Okay. So. Jetzt... Oh. Ah, fuck off, ey. Okay. Ja, kann sein, dass wir schnellere Runs machen. Also, ich sag mal, weil wir das eh nicht besser hinkriegen. Ich gebe mir natürlich Mühe, ja. Also die Challenge ist schon, dass wir besser und schneller sind als Monty in seiner... Oh Gott. In seinem Run, aber mitunter kann das ein bisschen dauern, bis wir da hinkommen. Vorsicht. Ja, wir gehen es mit Ruhe und Bedacht an. Ich habe keinen Plan, was ich hier mache. Ja.
Stamps. So. Es gibt immer verschiedene Wege. Wow. Was ist denn mit dir los? Der Typ wirft Knochen. Man muss... Oh, das hier ist... Ah ja, genau. Das hier ist Heilung. Das ist ja sehr gut. Man muss auch ein bisschen gucken. Es gibt so versteckte Wege. Das habe ich schon verstanden. Was ist denn das? Seht ihr das? Das ist irgendeine Sanduhr, die da noch läuft. Oh. Oh Gott. Okay, da habe ich Glück gehabt. Da oben, also es läuft immer noch so eine Sanduhr mit. Wir besonders viel Schaden machen? Wegen der Sanduhr? Da hat minus, also 52 irgendwas. Habt ihr das gesehen, ne? Ich bin aber weg.de. so vielleicht. Eieiei. Was ist denn das? Diese Augen sind aber nervtötend. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und ich kann auch nicht... ich kann diesen... Hier, das hier kann ich nicht machen, wenn ich springe, tatsächlich. Oh. Okay, ein bisschen Glück gehabt. Oh, Vorsicht. Na. Wir wollen ja nicht zu früh sterben, oder? Ich bin jetzt schon angestrengt. Oh, was haben wir hier? Wissen wir noch nicht. Ein Teleporter. Oh, was haben wir hier? Münzen. Der Brief ist alt, wurde aber sorgfältig vor dem Verwittern geschützt. Jay, die Gerüchte sind wahr. Das goldene Tor gibt es wirklich und ich habe es gefunden. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle Estuare versammelt haben. Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich habe einen Plan, wie wir alle retten können. Ich kann das aber nicht alleine machen. Ich brauche deine Hilfe und ein paar vertrauenswürdige Leute. Okay. Na dann. So, hier haben wir einen Teleporter. Speziell. Das hier. RB. Aesop vom Folianten. Junge, Junge, sieh mal einer an, was wir hier haben. Eine weitere Seele, die sich breit machen will. Hast ein Auge auf meine Macht geworfen, was? Na dann lass mich dir mal was flüstern, Kleine. Ich sehe alles. Ich sehe hinter jede Lüge, jedes Ego, sogar hinter die Zeit. Ich sehe den Kern jedes Gefühls direkt auf die nackte Wahrheit. Und weißt du, was ich sehe, wenn ich dich angucke? Ich sehe eine hasenfüßige, mickrige Seele, der Rotze aus der Nase läuft und den abschlussbereiten Kackstift im Hintern stecken hat. Kleine, wenn du von außen schon so hässlich bist, will ich gar nicht wissen, wie es da drinnen aussieht. Naja, interessant. Wie viele Leute hast du da drinnen, Kleine? Weiß ja nicht, welche Spielchen du hier spielst, aber kann dich ja gern mal in meiner Herausforderung versuchen. Könnte lustig werden. Kleiner Tipp für die kleine Ortsnase. Ich habe die Macht der Empathie. Nutze sie, um die Prüfung zu bestehen. Hör auf diejenigen, die vor dir gescheitert sind. Lern aus ihren Fehlern und vielleicht, sage ich, vielleicht hast du eine Chance. Erbstück betreten. Du erhältst deine LP und deinen Mana zurück. Okay, wir gucken mal. 300 Gold, was soll schon passieren? Erkenntnis entdeckt. Innere Dämonen. Öffne für weitere Informationen das Reisemenü. Ach du Heiliger, okay. Innere Dämonen. Schließe Aesops Herausforderung ab. Ort Zitadelle Agatha. Beweise dich gegenüber Aesop und erlange seine Macht der Empathie.
Okay. Shit, shit, shit. Shit, shit, shit. Oh Gott, und jetzt? Stimme dich auf Erinnerungsfragmente ein, um unterbewusste Gedanken zu hören. Schon wieder verirrt. Jeder Weg war der falsche. Okay, Demetrios, beruhige dich. Erinnere dich an das, was die Ältesten dir beigebracht haben. Gib dir jemand zwei Möglichkeiten, verbirgt dir eine dritte. Das ist doch dann... Hier runter? Ja, genau. Na geil. So, gar kein Problem hier. Bin seit Stunden hier unten. Keine Ahnung, was ich machen soll. Hindernisse sind nur verborgene Chancen. Was haben die Ältesten damit gemeint? Kann ich diese sich drehende Ketten irgendwie zu meinem Vorteil nutzen? Ich habe zu viel Angst, um es zu versuchen. Oh, wow. Das ist ja scheiße. Oh, ich hasse das jetzt schon. Aber es geht. Na, das war nicht gut genug. Ich muss da oben hin, glaube ich. Das ist scheiße, wie komme ich denn da hoch? What the heck? Really? Okay. Wie komme ich jetzt da raus? Ah, okay. Oh Gott, Vorsicht bitte. Oh wow. Oh, sowas hasse ich. Also Parcours, ne? Ich bin ja kein Jump'n'Run-Spieler, das weiß ja der eine oder andere. Da vorne ist ein Albtraum. Die Ältesten sagen, dass die Mächte genialistische Gedanken sind, die gewuchert und verrottet sind. Gewalt erzeugt Gewalt. Wenn ich irgendwo in seiner Nähe einen Angriff initiiere oder einen Zauber wirke, wird er aufwachen und zurückschlagen. Bleib ruhig und sie werden nicht angreifen. Man muss natürlich sagen, ich habe ein bisschen den Vorteil, dass ich ja natürlich das Let's Play gesehen habe von Monty. Und das bedeutet halt, ich weiß so ein bisschen was. Ich weiß zum Beispiel über diese Dinger Bescheid. Aua. Aber ihr seht... Shit. Ich bin trotzdem zu dumm dafür. Naja, gut. Passiert halt. Freundlichkeit erreicht, was Gewalt nicht kann. Wenn ich an den Albtraum vor mir komme, kann ich ihn vielleicht beruhigen. Okay. Essen. Uiuiuiui. Und jetzt? Lass das mal. Aua. Oh Gott, das war's. Shit. Oh. Wie komme ich denn da hin? Aua. Okay, ich darf hier nicht kämpfen. Ich muss die quasi killen über so eine... Alles klar. Oh, shit. Ich darf die nicht killen, ne? Super. Oh Gott. Oh shit. Ah, okay. Okay, alles klar. Gar kein Problem für mich. War es das jetzt? Bitte, lieber Gott, lass es das gewesen sein. Ja, ich glaube, das war's. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich hab's geschafft.
Haha, Glückwunsch, Kleine. Du hast bewiesen, dass du zuhören und lernen kannst. Damit kommst du in dieser Welt weiter. Denk dran, Leute lügen, aber Gefühle sagen immer die Wahrheit. Oh, und eins noch, Kleine. Manchmal lohnt es sich, eine emotionale Verbindung zu deinen Gegnern zu suchen. Ich weiß, mit wem du dich kloppen wirst. Und du solltest es auch wissen. Genug Blabla für heute. Los, Kleine, nimm dir meine Macht der Empathie und gib Gummi. Aesops Almanach. RB, um Erinnerungen zu lesen und Albträume zu beruhigen. Ah, okay. Erinnerungen, das sind diese... Ich glaube, ganz am Anfang gibt es eins, ne? Erkenntnis geklärt. Drücke RB, um die Erinnerungen zu lesen. Ja, wir sind immer noch im Run hier. Oh, what? Wo kommst denn du jetzt her? Noch jemand. Aesops, noch jemand, der Aesops für Lianten trägt? Sei gewarnt, Reisende. Denk darüber nach, was du lernst. Die Wahrheit kann beirrend sein. Okay. Bams. Ja, der Rand ist noch nicht zu Ende. Dann machen wir ihn noch so weit, wie es geht. Irgendwie. Oh, shit. Au. Oh, oi. Oh, die Dinger sind jetzt schon mal Endgegner hier. So, hier ist nämlich eine Kiste. Oh. Ein Sack mit Gold. Okay, ich bin von hier gekommen, richtig? Okay. Ja, hier gibt's nichts. Okay, da unten ist eine rote Türe. Rote Türen heißt meistens, da geht's in ein neues Gebiet rein. Da bin ich, glaube ich, noch zu schlecht für Axis Mundi Level 2. Ja, dann bleiben wir hier nochmal draußen. Wir haben es zumindest schon mal gesehen. Oh shit. Okay. Ah, oh, die Dinger sind wirklich meine Nemesis. Oh, das war's. Bams. Oh Gott. Lady Charlotte wurde von Stabian getötet. Stabian der Grobian. So. Ah, ich habe ganz schön viel getötet. Guck mal, wie viel Geld haben wir denn gemacht? 650, na immerhin. Und jetzt haben wir natürlich mehr zur Auswahl. Oh, und ich sehe gerade, die kriegen auch mehr Gold. Hier, der Magier. Leben niedrig, Mana, fantastisch. Absorption, deine Angriffe verfügen, Mana-Raub. Erfügen Mana-Raub zu. Sprengstab. Oder den Bogentyp. Ich nehme mit Bogen. Ach, ich spiele es gerade so für Robin Hood. Wie wäre es hiermit? Non-Konformist. Gold plus 25%. Oder hier Gold. Feuerkugel. Schockwelle. Wenn ihr den Magier. Auf geht's. Gut, ich würde sagen, für die erste Folge soll es das gewesen sein. Wir haben ja schon ein bisschen was kennengelernt vom Spiel. Ich level jetzt mal hier weiter, beziehungsweise wir sehen uns im zweiten Part wieder. Ich werde ein bisschen was vorab aufnehmen, vielleicht 5-6 Parts oder so und dann mal gucken, wie es euch gefällt, ob ihr da Bock auf die Challenge habt oder nicht. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Bye, bye.